I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows and you gotta glow. So, yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal tatsächlich um, ja, ein Boxfights-Turnier. Und es gibt momentan ein ziemlich cooles Matchmaking im Creative-Modus. Und da habe ich mal ein bisschen mit einem Kollegen von mir gespielt. Zwei knackige Runden auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Modus, den ihr unbedingt mal abchecken müsst, falls ihr auf so Creative-Games wie zum Beispiel Boxfights eben steht. Den Code packe ich nicht unten in die Beschreibung von der Map, weil ich meine, um das zu spielen, braucht man sowieso diese Matchmaking-Variante, die es ja momentan gibt. Tretet da auf jeden Fall mal bei. Es ist immer so, dass es insgesamt 16 Spieler gibt. Also es gibt ein Achtelfinale, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale. Und dann ganz am Ende, wer das Finale gewinnt, gewinnt logischerweise das ganze Turnier. Und ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Was cool ist, dass man auch, wenn man auf den Boden guckt, sieht man nämlich die ganzen Linien. Also die, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei der WM oder so einen Plan gesehen habt, wo man sieht, okay, wo geht denn der nächste Weg hin, sobald man sich qualifiziert hat und in das nächste, sag ich mal, Finale geht, wenn es darum geht, vom Achtelfinale ins Viertelfinale zum Beispiel zu kommen. Also die Map ist schon sehr, sehr übersichtlich und ich finde es auch ziemlich cool, dass man dann auch, wenn man tot ist und irgendwie noch einem Kollegen zuschauen will, dass man dann rumfliegen kann und sich aussuchen kann, wie man spectaten kann. Also das ist schon ziemlich nice. Ah ja, bevor wir mit dem ganzen Video starten, ihr seht es ja gleich alles in dem Gameplay, würde es mich mega freuen, falls ihr meinen Creator-Code AlbiVB im Itemshop eintragt, denn wir sind momentan leider nur noch 60 Leute. Wäre natürlich cool, wenn wir wieder an die dreistellige Zahl kommen. 100 Unterstützer wäre mega, mega sick. Und sonst könnt ihr natürlich diesen Kanal noch kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Let's go! So. Mal schauen. Was tut der denn? Junge, dieser Typ. Dead, Alter. Alter, ich war in seiner Box drin. Alter, dieser. Nein, wie veräme ich den, Digga? Oh mein Gott. Okay, GG's. Nein, ich krieg das irgendwie nie hin, dass ich diese Box am Anfang, diese Wand da noch bekomme. Ja, ich weiß es auch nicht. Das machen die auch die ganze Zeit bei mir. Aber den habe ich schon wieder hops genommen. Wieso? Also das geht so schnell, no joke. Das ist einfach, keine Ahnung, man muss 2-3 Edits machen, dann hat man die Gegner, wenn man einen guten Hit trifft. Das ist einfach geil beim 1-on-1, finde ich. Muss man halt ein bisschen... Ja, Junge, ich muss hier ein bisschen reden fürs Video. Nur weil du schon tot bist. Hä? Das war nicht meine. Oh shit, das war schlecht. GG's. Oh, lecker. Das war Finale schon. Ich weiß nicht, dass das Finale war. So, let's go. Next Tournament. Ah, ich check es auch nicht, wie die diese Boxen da vorne bekommen. Null. Oh, ich gebe mir nur 180er. Einfach mit. Er hat's nicht gecheckt. Oh, GG's. Ready? Ja. Let's go. Right, ein Kürbiskopf. Ein Kürbiskopf. Ein Kürbiskopf. Nein, er hat es wiederbekommen. Okay.
Boah. Let's go, let's go. Direkt weiter. Fischskin. Huiuiui. Ach du Kacke. GG's. Ja, ich glaube, jetzt geht's ins Finale ran. Ja. Let's go. Wie machen die das mit dieser Box, Alter? Check das auch nicht. Ja, man hat so einen fetten Vorteil. Das Harley Quinn einfach. Let's go, let's go. So Leute, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall war es das mit dem paar Boxfights. Ich denke mal, das war eigentlich ein ziemlich cooler Modus. Ich glaube, ich werde jetzt in Zukunft auch ziemlich viel von diesem Creative Stuff bringen, weil ich glaube, das kommt auch bei euch ganz gut an. Haben auch viele in die Kommentare geschrieben. Das letzte Video war ja ein Fallguys-Video, das war jetzt so zwischen reingeschoben. Ich glaube mal, das ist auch nicht so schlecht, so als Abwechslung. Ich bin jetzt nicht extrem aktiv auf Twitch, aber solche Spiele spiele ich dann auch meistens live. Also als Videos kommt eigentlich hauptsächlich immer noch vorne, logischerweise. Aber wenn ich mal denke, jo, ich habe mal Bock auf ein Fallguys-Video, dann werde ich das auf jeden Fall hochladen oder halt auch andere Spiele. Nur damit ihr Bescheid wisst und nur damit ihr überhaupt wisst, weshalb jetzt Fallguys kam, nicht Fortnite. You know. Aber genau, das soll es auf jeden Fall an der Stelle mit dem Video gewesen sein. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Benutzt wie gesagt meinen Creator-Code AlbiVB im Itemshop. Supporten mich mega, damit wir wieder auf die dreistellige Zahl kommen. Sonst könnt ihr den Kanal natürlich noch kostenfrei abonnieren, die Glocke aktivieren. Verpasst ihr gar keine Videos mehr. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Yeah. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow. I gotta go, I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast, so it doesn't fall down like dominoes. No, I'm not perfect, but I'm perfect for you.